Hallihallo, Dungeon Frog hier. Und wir stehen vor einer doppelten Auswahl. Und zwar haben wir so ein bisschen das Rätsel um die geschmuggelten Drogen im LKW gelöst. Und ist das unser letzter Spielstand? Ich schaue mal ganz kurz auf unsere Liste. Es scheint so zu sein. Okay. Und ja, es ist mal wieder eine Woche ins Land gezogen. Und stimmt, wir haben uns das letzte Mal nochmal unseren Spiegel angeguckt. Und ich überlege gerade, wir können nämlich einerseits oben zur Frau gehen, die von den Corporations geschickt wurde als Diplomatin. Sie ist relativ smart, haben wir das Gefühl. Oder wir reden erst mit den Killern. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn ich zuerst mit den Killern rede, dass die Schleuse bis dahin geöffnet wieder sein wird. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Ja, ich glaube, wir gehen hier auf Risiko und reden mit den Mördern. Mal gucken, was wir von ihnen rauskriegen. Reden wir doch mal erstmal mit ihrer Chefin, die uns aber nichts Neues zu sagen hat. Was war hier nochmal durchs Fenster? Das war, glaube ich, ein sehr schöner Ausblick. The dock workers, a ceiling height window. Es ist noch zu früh. The glass, like bony fingers. Wir kneifen trotzdem mal die Augen zusammen. There's a little slide panel up there to let some air in. No need to open it in spring. It's still too cold outside. Okay, okay. Ob das die geheimnisvolle blaue Tür ist? Ich weiß es nicht. Wir versuchen es mal mit ihm. Ich glaube nicht, dass er uns wirklich wichtige Informationen geben wird. Looks like the circus left him, but the clowns are still here. Titus scheint nicht besonders glücklich zu sein, dich hier zu sehen. Ich will noch einmal über den Lynchmord unterhalten. Stellen Sie sich mal vor, ich habe Sie mit dem hiesigen Drogenhandel in Verbindung gebracht. Das schaffen wir tatsächlich nicht. Hier haben wir, glaube ich, keine neue Option. Good one, Titus. Nee, ich glaube, was hält sie mich eigentlich davon ab, sie einfach festzunehmen? Wir haben noch immer keine Beweise, außer dass er das... Ja, wobei, ist das ein Beweis, wenn jemand das zugibt? Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber ihre Anwältin steht ja quasi dahinter und sie sagt, dass sie Unsinn erzählen. About fucking time. Ob sie das wiederum rausbringt, keine Ahnung. Falls mal ein Jurist zuschaut, gerne kommentieren, würde mich interessieren. Stellen Sie sich mal vor, ich habe Sie mit dem hiesigen Drogenhandel in Verbindung gebracht. Like hell you have. There is no local drug trade. This place is as clean as a rifle. Go back to Jamrock and ask the local junkies how clean your streets are in Precinct 41 Kilos. We'll do that. In the meantime, did you know that there's an abandoned lorry at the intersection that was used to move raw ingredients for drugs from Terminal B to Jamrock? Und der zeigt ihnen, wir wissen alle. The person driving it was present at the hanging. It was one of you. We've connected the footprints. Detective, do you want to deliver the coup de grâce? Nein, Sie haben die Ehre, wir haben es nicht verdient. Stimmt schon, es gibt keine hiesigen Drogenhändler. Es gibt nur Sie. Vergessen Sie es. Ich wusste, dass Sie sich nie dazu bekennen würden. Du lässt es gut sein. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich das mache. Das klingt eher nach Charisma als nach Intelligenz. Ich habe ein bisschen Schiss. Aber wir werden es versuchen. That's a mighty interesting theory. I guess that's what you would need to do, theoretically. A big, strong, state-run monopoly would outcompete the runs on the street. Yeah, man. Theoretically, that's what you would do. To get rid of the gangs, the dealers, even some of the junkies. You would need good, trustworthy people to take their place, of course. Hardy men to run such a monopoly. For the good of the community, of course. Ich frag mich, das macht mich so ein bisschen mega skeptisch, weil die sagen irgendwie alles, was wir denen zuschreiben. Ja, es war. Das macht sie halt schwerer lesbar. Das ist natürlich krass, wenn sie dann tatsächlich an allem schuld sind, aber ja, dann wäre der auch, dann hätte der auch echt viel Mut. Muss man schon respektieren. Das ist abstoßend. Sie geben zu, ihre eigenen Leute zu vergiften und Profit daraus zu schlagen. Ich glaube, das ist in solchen Kreisen nicht unbedingt ungewöhnlich. Gute Idee, die Leute werden immer Drogen nehmen. So kann man wenigstens etwas Kontrolle darüber haben.
Ja, reden Sie sich das nur weiter ein. Ich weiß ganz sicher, dass da draußen noch jede Menge Drogen im Umlauf sind. Ja, eben. No, there aren't. Some little shit and his dad are doing speed. Boo fucking who? Stuff's probably from Jamrock. Whatever you've seen is peanuts. Look at the big picture, man. The place is a paradise. And all thanks to Hardy Boys. Theoretically, of course. We're just talking politics here. My answer to your drug accusation is, how dare you? Go fuck yourself. Not quite yet, Mr. Hardy. There were 8 sets of prints on the crime scene. There are only 7 Hardy Boys here. Und der 8. Hardy, der fehlende Hardy, sie hat die Strippen in der Hand. My answer is, fuck off. Mind your own business. There is no 8th Hardy. I run this goddamn scene. Ich würde mal wissen, welche Schuhgröße sie hat. And here we go. Back to the usual. I know. Fatty walked on all fours. He's so fucking fat, he left 2 sets of footprints. Go fuck your mom, Dennis. That's more like it, boys. You heard him. It was Angus on all fours. Anything else you need to know? Scheiße. Ich hoffe, unserem Partner hat das Gespräch mehr gebracht als uns. Ich meine, was haben wir auch erwartet? Ehrlich gesagt. Als ob die jetzt sagen würden, yo, bring uns in den Knast oder so, oder wir zeigen I've dir das. Nothing to say. Sie haben auf jeden Fall was damit am Hut. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, das bringt uns halt noch nicht so wirklich hundertprozentig auf die Lösung des Falls. Uns fehlen wahrscheinlich noch ein paar Beweise. Und vielleicht kriegen wir die, wenn wir ans Boot laufen. Vielleicht hat sie noch eine Idee. Ich werde auf jeden Fall vorher speichern. Um zu schauen, was damit läuft. Und wir haben übrigens noch Skillpunkte. Aber ich fand die Idee, oder so wie wir das letztes Mal gemacht haben, gar nicht so schlecht. Vor der Nachtruhe die Skillpunkte zu vergeben und noch ein paar Skill-Checks zu wiederholen. Wir müssen unbedingt noch 4 Münzen verdienen bis dahin. Hier kommt mein Autosave. Und hier kommt das Gespräch. You're back. Good. What can I help you with? Ich habe mit den Lastwagenfahrern, ja. Ich glaube, das ist die richtige Antwort. Yes, my eyes on the harbor have sent word to that effect. Oh, neuer Fertigkeitspunkt. Was haben Sie herausgefunden? Wo genau befinden wir? Wir haben genug herausgefunden, um zum Ende zu kommen vorerst. Ja, warum fragen wir nicht mehr Informationen? It doesn't really matter. And I do apologize for the surveillance. Wild Pines can't afford to be blind at a time like this. One of the tall buildings overlooking the roundabout, most likely. That would give them a read on the entire quarter. Schade, dass wir da nicht hingucken können. In any case, it's a relief to know someone has looked into it. If I may ask, will there be an official investigation? I assume you discovered there is an operation. If there is an investigation, it will be part of an ongoing operation, subject to confidentiality. I'm sure you understand. Und er sagt uns, was wir machen sollen. Of course, detectives. In any case, you've held up your end of our arrangement. I trust you with the rest. Nice. Now it's my turn. Nice. Das hat gut geklappt bisher. I wouldn't normally break protocol like this, but the situation demands it. If you don't solve this murder, I'm afraid we may have a bloodbath on our hands. Ich finde das gar nicht schlecht. Ich habe bereits von einem Zusammenhang zwischen dem Lynchmord und dem Streik gehört, aber ich benötige Ihre Aussage. I have an indirect role to play, I'm sad to say. My employer experienced a momentary lapse of faith in me. In that moment, they elected to deploy a private military contractor. Okay. As an insurance measure. They called it my security detail. Ich meine, scheinbar sind die auch nicht mehr da. Ich finde aber die erste Option spannender. Kurzzeitig kein Vertrauen mehr. Was soll das heißen? They were dispatched after I relayed the union's initial offer. Okay. Every worker. A member of the board. I tried to convince my employer it was simply an opening gambit, like you suggested, or a joke even.
They did not appreciate the humor. Absolutely not. These mercenaries are muscle, pure and simple. They are meant to intimidate the Union into surrendering. Ja, und die haben ihre eigenen dicken Leute nach vorne geschickt. Aha, ich hab irgendwie, ist klar, dass das nicht funktioniert. Who are they exactly? Crenel, an Oranese military company. As far as I know, three arrived in Martinez. They report to me sporadically, but they do not answer to me. To be frank, our relationship is deteriorating. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon getroffen haben. Ich meine nicht. They wear ceramic armor, have semi-automatic weapons and years of combat experience. They also have trauma and stressor disorder and no idea how to conduct themselves in an urban civilian environment. Also tickende Zeitbomben. Nice. So, what happened? The story is, one of them, the colonel, I don't know his real name, sexually assaulted a local woman while he was drunk and separated from his unit. This allowed some of the more militant union members to subdue him. Und davor haben wir gehört. Ich weiß noch nicht mehr so ganz genau in dem Zusammenhang mit den sieben Verdächtigen. Puh. Die Situation wird nicht unkomplizierter, interessant. He was taken out behind the Whirling in rags and lynched last Sunday night. Okay. Das ist jetzt aber, ist das der das ist? Nothing. Mr. Clare refuses to let me into the harbor. I have not been able to discuss this matter with anyone there. The remaining two Crenel contractors carry out their orders, for now. It's a smokescreen. In secret, they are conducting an independent military tribunal into the lynching. Once this investigation is concluded, executions will follow. Puh, jetzt erklärt sich auch, was das sie mit dem Blutbad meint. What is the nature of this so-called investigation? Whether to execute one, some, or all of the Union militants. Puh. Sie haben hier ein einziges Chaos angerichtet, ja. War aber nicht ihre Absicht. Kann man ihr, glaube ich, schwer nur übel nehmen. Vor allem hatte sie auch keinen Einfluss so wirklich darauf. Die wurden ja quasi von außen nochmal geschickt. Ich muss sagen, das ist nicht Disco. Das finde ich relativ lustig, weil das Spiel ja Disco Elysium heißt. Finde ich gut. Sagt aber auch irgendwie gar nichts. Vielleicht können die Ermittlungen ja gemeinsam geführt werden. Sie wissen schon, man könnte Ressourcen und Informationen miteinander teilen. Junge, Junge, das ist nicht gut. Verdammt. 3 ist zwar echt ein verführerisches Angebot, aber ich glaube, unser Freund Kim hat uns geraten, dass wir möglichst auf eigene Schiene laufen sollen. Und weißt du, irgendwie scheint er doch irgendwie einzuknicken da und arbeitet relativ gut mit dir zusammen. Aber ich finde, ich traue ihr halt auch nicht, ne? So, wobei sie auch schon irgendwie. Sie ist zwar von der Gruppe, die wir nicht mögen. Sie ist. Aber ich weiß auch noch nicht warum. Warum hat sie ein gutes Herz? Das frage ich mich. Ich glaube, mit der vierten Antwort führen wir einfach das Gespräch weiter und kriegen noch mehr Informationen. Junge, Junge, das ist nicht gut. It's not good. No. My only hope is that you provide a single concrete suspect before the mercenaries indiscriminately pick theirs. Simply put. Sie greift nach dem Hauptsegel. Ja, wir können jetzt auch irgendwen beschuldigen, aber ja. Und das ist vielleicht noch eine mächtige Waffe, die wir nutzen können, um einen Gegenspieler aus dem Weg zu holen. If you don't pin this on someone good and do it fast, they will identify and execute everyone present at the lynching. This in turn will force the Union to respond. The Debardeur have over 2,000 men. It will be 1,000 to 1. Hui, hui, hui. Have you ever seen a hornet invade a beehive, Lieutenant? It's not pretty. Ja, ich meine, wenn die sich gut positionieren, ja gut, dann, ich weiß ja nicht, was die für Waffen haben, aber selbst mit 2 MGs an einer guten Stelle, Sie kommen halt so weit, wie ihre Munition reicht. The Serai's giant hornet, the world's second largest insect, can kill 40 honeybees a minute, while a group of 30 can decimate an entire hive of 20,000 bees in less than 4 hours.
gut zu wissen. These men work in tandem using semi and fully automatic firearms. Their armor is virtually impenetrable to muzzle-loaded weapons, even yours. Most union workers don't have guns at all. Ja. Sie könnten aber irgendwelche Wurfprojektile haben wie Molotow-Cocktails. Sind ja nicht allzu schwer zu machen. Das wäre relativ effektiv, wenn sie in engeren Räumen sind. As I said, a bloodbath. Das kann ich mir nicht vorstellen und das müsste zu viel schief. Nee, das ich denke schon. Finden Sie nicht, dass das ein ziemlich trostloses Szenario ausmalen? Ich denke, die Konfrontation. Oh, wir haben auch nur schlechte Optionen. Finden Sie nicht, dass Sie da. Ja, eben. Ich glaube, vielleicht hier. Ich glaube, wir haben noch Optionen. Many bleak scenarios have already come true. Nameless, badgeless detective of the citizens' militia. Sie sieht dich mit vom Wind tränenden Augen an. Oh je. All we can do is keep the rest from going the same way. One single concrete suspect delivered into civil court, and I may be able to defuse this situation. Was können Sie uns über den Kreml erzählen? Not much. Their public resume is relatively good, as far as private military contractors go. I believe they were once called Downwell. Bestimmt kommt unsere Intelligenz jetzt. They boast a long list of clients. Saint-Baptiste, Welchmann-Lorenz, Eintracht. A warning sign, however. The operations concerned all take place in third or fourth world countries. Guarding facilities, escort missions and such. Meaning they're used to operating in war zones. Und nicht unbedingt in Städten. Yes. Hat aufgehört zu schneien. All the good conflict corridors. Supramundi, Yesut, the Seminese Islands. Countries that don't have a good record reporting atrocious military conduct on their soil. Wie seid ihr drauf? Es gibt ja Leute, die zum Beispiel super cool finden, wenn die Welt sehr viel größer ist, als man selber ist, und man die ganze Zeit mit solchen Informationen zugeworfen wird, die man nicht ganz einordnen kann, irgendwie vielleicht mit der Zeit das Wissen und nachkommt. Oder ob ihr euch besser fühlt, wenn alles wirklich kleinlich aufgebaut wird und man die ganzen Erkenntnisse selber mitmacht. Würde mich interessieren, wie ihr dazu steht. Okay, wissen Sie noch mehr über die Firma? Sadly, no. Before this happened, I had little interest in them. Now that I don't have the resources. Ob das die volle Wahrheit ist? If you still have access to the ICP's database, you could run a better background check than I ever could. It may take some time, though. Ist halt die Frage, ob wir das im Hintergrund auch überprüfen können oder ob das aktiv gemacht werden muss. The International Collaboration Police, ICP, is charged with coordinating law enforcement activities in complex multinational investigations. Their database is the single largest source of information in the world. Ich glaube, zeitlich sind wir noch okay dabei. Do you know a lot about the inner workings of the RCM and the ICP, ma'am? In my line of work, it pays to do your research. I was prepared to deal with the RCM. I did not think I'd be dealing with a group like Crenel. Hier haben wir nicht viele Optionen. Können Sie das Unternehmen kontaktieren? Sagen Sie, dass es die Söldner abziehen soll? I have. And they will. However, these orders take time to reach what is basically a rogue unit out in the field here. Until they do, it's all on us. She's being truthful. She is pressing them as hard as she can. Ja, fragen wir weiter. Ich weiß gar nicht, wir müssen, wie viel Zeit, das ist eine gute Frage. Until the executions start? Truthfully, I don't know. It depends on their progress identifying the members of the lynch mob and their impatience. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. They don't report their progress to you? Nee, tun die nicht. Not on this matter. I'm afraid they consider this a personal initiative. It's a matter of days, not weeks. Okay, viel Zeit haben wir so nicht. If you mean did I see him alive? Yes. But I did not know him. Lely, his service name, a nom de guerre most likely. He wouldn't divulge his full name. Only one of them did. A bad sign if there ever was one.
Ja, wir müssen Informationen über sie finden, damit wir sie... Aber wir können sie wahrscheinlich in der Rüstung erkennen, aber... Ja gut, vielleicht haben sie die auch ausgezogen, denke ich aber nicht. One is a man. Corti, they call him. A nickname as well. The other a woman. Phyllis DePaul. Corti is the gunner, I believe. DePaul is a radio operator. Wir haben hier eine Frau und wir verdächtigen gerade jede Frau, ob sie das achte Mitglied wäre. Aber das wäre das Schlimmste, wenn sie jetzt bei den mit den Gangs zusammenarbeiten würde. What would you say was his eye color, the deceased? She closes her eyes, trying to picture the man's face, then shakes her head. I can't remember. In ihrer Stimme liegt ein Anflug von Bedauern. The lieutenant was testing her, asking a small detail first to see if she knew him better than she let on. She passed. That's all right, ma'am. Anything else? Nationality? What would you say was his age? He was 40. Or 50. It's hard to say which. He had a combat injury on his lower jaw. It made it difficult to estimate his age or gauge his facial expressions. What else? Nationality? Accent? He was Occidental, I think. Light brown hair, a mixed accent. Orinese. Or Mycenaean, maybe. His injury gave him an accent all his own. Immerhin wird er auffallen mit seinem eigenen Akzent. In a way, it was humanizing. He had to learn to speak through it. Through the injury. That's all I know, I guess. I only met him once. They've gone to ground, as it were. I don't recommend seeking them out. For one, they're almost certainly armed to the teeth. They don't have the same respect for the Revachol Citizens Militia as I do. To put it bluntly, they think you're vigilantes. Ghetto savages. It will not be a fruitful meeting. Wir müssen trotzdem wissen, wo sie sich aufhalten. Wir werden die direkte Konfrontation mit ihnen suchen. Okay, wir halten uns vorerst von ihnen fern. Ich glaube, es mehr Informationen zu halten ist wichtig. Dann können wir den Ort meiden oder aufsuchen, wenn es wirklich drauf ankommt. You're likely to run into them eventually. When that happens, I'll be in a better position to mediate if I don't appear involved. Wo stecken diese? Okay. One is obviously the scab leader at the harbor gates. The one chanting the idiotic slogans. He's barely maintaining his disguise. Okay. Einer ist offensichtlich der Anführer der Streikbrecher. Streikbrecher. Das ist der Mann in der mit dem schweren Aufzug. In dem, der so kantig aussieht. Okay, okay. Okay, interessant. The other has a vantage point in a building south of the roundabout. They were keeping tabs on you while you were canvassing the Lorange Brothers. Ach, geil, dass wir das alles herausgefunden haben. That may be so. I still hope you heed my advice. There's no need to kick the hornet's nest. For all your talk of averting this catastrophe, the situation at the gate is a powder keg. Does this not bother you? Of course it bothers me, Lieutenant. But my hands are tied. How would my employer react if it appeared I were intervening on behalf of the Union? Your concern may be appearances. Ours is keeping the peace. Ich meine, können wir zeigen, dass wir ziemlich fähig sind. Die Frau hält sich vermutlich in einem Gebäude auf, von dem aus sicher den Kreisverkehr sich überblicken lässt. That would afford a good vantage point. In any case, it's practically inaccessible. Where is your radio for contacting them, if I may ask? Do you have an earpiece? Heavens no. I'm not an undercover agent. There's a short wave at the ship's wheel. Boah. Ich weiß gar nicht, ob wir das, wollen wir das machen? Wollen wir zu denen anfangen? Aber was wollen wir die fragen? Yo. Alles fit bei dir? Wir wissen, wer du bist? Ich weiß nicht. Ich meine, ja, wobei, ist die Frage, ob sie uns hier auch beobachten kann. Hängt von der Position vom Gebäude ab. I hope I can answer it better. Wir nehmen auch alle Optionen mit. Darüber rede ich echt nicht gerne, aber müssen wir durch. Sie haben gesagt, der Verstorbene habe einer Frau einen Übergriff begangen. Or he didn't. This okay. is information passed on to me from some teenagers loitering around the canal.
I cannot testify by it. Okay, okay. The remaining contractors. Their tribunal. It's what they believe. That the man was killed because he assaulted a local woman. I've asked around a bit. This seems to be the accepted story around Martinez. The lieutenant consults his notebook, his eyebrows knitted in concentration. Odd. We haven't heard any reports about an assault in connection with the lynching. Where did it take place? And when? Last Sunday night, at the Whirling in Rags, the hostel by the gates. Supposedly, the colonel was drunk, maybe on narcotics, too. Either way, he's alleged to have sexually assaulted a woman. Sometime later, a group of dock workers got their hands on him. Da müsste dann noch der Tavernenkeeper gesehen haben. That's a good question, officer. I don't have the slightest idea. As I said, it's a rumor about a rumor. In any case, it's what the colonel's remaining colleagues believe. You meet her soon enough, you feel. Danke, innere Stimme. Danke, innere Stimme. Super. Das reicht mir. Ich nehme noch, wir wissen die Antwort eigentlich schon, aber... Yes. I'm afraid this strike may descend into a small-scale civil war, with possible consequences for all of Rivershall West. Since you are sharing, ma'am, this is also the RCM's worst-case scenario. Mm. Then we're on the same page, as grim as it may be. Okay, das reicht vorerst. Du schließt das Thema ab. Wir haben jetzt wieder viel mehr neue Fragen als Antworten. Aber gut, das war damit zu rechnen, wenn sie uns die extra Informationen gibt. I am sorry to have been the bearer of bad news. Hm. If there is anything else I can help you with, please ask. Können What wir jetzt... Like to know? Ich guck gerade, ob wir jetzt über das Funkgerät reden können. What we... There was a touch of discomfort there. She wants to merely represent. She nods. Ja, gut. Ja, ich bin gespannt, was unser nächster Schritt sein wird. Wir haben echt viele Optionen hier an dieser Stelle. Wir können nochmal mit dem Streikbrecher sprechen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Wir haben um 21 Uhr ein Treffen mit unserem womöglich Sehenden, der was gesehen hat, in seiner Wohnung. Das sollten wir auf jeden Fall beachten und ansonsten mal gucken, ob wir vielleicht jetzt irgendwie vorbei können gucken. Könnten nochmal gucken, ob wir unsere Jacke wiederholen mit dem Athletik-Check. Da müssten wir wahrscheinlich aber Skillpunkte rein investieren. Ich bin mal gespannt, was wir beim nächsten Mal machen werden. Ziemlich viele neue Informationen, wenig klare Antworten, aber ich denke, das wird weiterhin noch so sein. Und ja, wenn es euch gefällt, ich würde mich tierisch über ein Follow, ein Like freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal live auf Twitch mit zuschaut, wie wir spielen, und ich würde mich freuen, wenn ihr Spaß an den Videos habt, wenn ihr gesund bleibt, und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Dungeon Frog.